Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Freunde. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich habe es mir hier wieder richtig cozy gemacht. Wenn ihr meinen letzten Vlog gesehen habt, habt ihr auch gesehen, dass ich es mir im letzten Vlog schon richtig gemütlich gemacht habe. Mit ganz vielen Kerzen in meiner neuen Deko von DM. Und ja, heute ist irgendwie ein bisschen komischer Tag. Ich habe irgendwie die ganze Zeit das Bedürfnis zu heulen, obwohl nichts ist. Das ist ein bisschen seltsam, aber egal. Hä? Was? Warum sagst du sowas? Weil ich das so ist heute. Ich hätte nichts davon mitbekommen. Wann haben wir uns gesehen? Ist nur Umarmung? Nee, irgendwie auch nicht. Okay. Ich hab mich heute ganz komisch. Ich hätte es beim Essen wissen müssen. Hey, wie beim Essen? Ja, beim Essen, dass du nicht weißt, was du so. Ja, was meinst du? Ich hab meine Tage, deswegen vielleicht. Hast du die bekommen? Ja, keine Sorgen. Tu das jetzt nicht schnell. Doch. Nein. Doch. Bist du verrückt? Jetzt tu das nicht schnell. Warum denn nicht? Bitte. Warum? Was stört dich daran? Guck mal, Schatz. Das Problem ist an diesem scheiß Rückflug, du musst ja dein Gepäck holen. Ja, als ob die es nicht automatisch machen. Nein, weil das zwei verschiedene Airlines sind. Leute, wir suchen gerade nach einem Rückflug, weil wir sind ja noch mal im Oktober weg, aber die sind alle so teuer. Schatz, mir geht's nicht gut. Ich kann nicht vorhersehen, ob Verspätung ist. Okay, Leute, wir gucken jetzt nach Flügen. Okay, Leute, wir haben jetzt einen Flug gefunden. Wir müssen einfach von Sizilien zurückfliegen mit Zwischenstopp, weil das einfach irgendwie 100 Euro günstiger ist, als wenn man Direktflug hat. Das ist so krass. Ich habe aber auch, wenn ich heute ein bisschen komisch gelaunt bin, etwas, was ich euch zeigen muss. Und ich habe mich so extrem gefreut. Tschüss, du Zocker. Ey, Junge! Hier geht es einfach zocken. Als ich das aufgemacht habe, habe ich mich gefühlt wie ein kleines Kind, was gerade zum ersten Mal was geschenkt bekommen. Es war richtig magisch. Ich zeig's euch jetzt. Und es passt übrigens gerade auch perfekt zu meiner Kerzenmut. Ich weiß, es ist September, Leute, aber die Zeit ist wieder da, um vorzusorgen für die Weihnachtszeit. Denn ich habe meinen allerersten Adventskalender von Pure Lay. Ihr müsst euch vorstellen, das ist das Schloss, um den Adventskalender zu entriegeln. Und es öffnen sich die 5 Elemente des Adventskalenders. Tada! Oh mein Gott! Der Adventskalender ist von den 5 Elementen von Hawaii inspiriert. Wir haben hier einmal Wasser, Luft, Feuer, Erde und Aloha. Aber natürlich das Wichtigste, der Inhalt, und den zeige ich euch jetzt. Es ist so schön designt und das zeigt wieder, wie viel Mühe Pure Lay sich gibt und wie die Liebe einfach im Detail steckt. Ihr merkt, ich bin generell einfach schon voll in diesem cozy Vibe. Falls ihr euch trotzdem denkt, Laura, es ist doch September, wieso redest du jetzt schon von Adventskalendern? Ich verspreche euch, es lohnt sich, euch den jetzt schon zu sichern, weil der wird einfach so schnell weg sein. Und ich sag euch, Vorfreude ist die schönste Freude. Hier seht ihr nochmal die 5 Elemente und dann könnt ihr das Ganze nochmal drehen und da öffnen sich dann die weiteren Türchen. In Hawaii wird am 25. immer Weihnachten gefeiert, was uns zugute kommt, denn wir haben dadurch 25 Türchen, auf die wir uns freuen können. Ihr wisst, mir ist super, super wichtig, dass ich meinen Schmuck nie ausziehen muss, dass ich ihn unter der Dusche tragen kann, dass ich beim Sport tragen kann, wenn ich schwitze und vor allem auch, dass ich ihn im Urlaub nicht ausziehen muss. Egal, ob ich ins Schwimmbad gehe, ob ich ins Meer gehe, ihn immer tragen kann. Der Schmuck verfärbt überhaupt nicht. Ich trage meine Schmuckstücke jeden Tag von Pure Lay. Für diejenigen, die nicht gespoilert werden wollen, die müssen ihre Augen ein bisschen zumachen, weil ich zeige euch kurz zwei Sachen, die ich schon anhabe. Diese wunderschönen Ohrringe waren auch in dem Pure Lay Adventskalender. Wie ihr seht, es ist ein richtig zeitloses Design. Ihr habt sozusagen hier eine Kreole und ihr könnt diesen Stein abmachen und könnt das Ganze auch zu einer normalen Kreole verformen. Dann habe ich zwei Ketten gelayert. Die eine Kette, die ist nicht vom Adventskalender, die habe ich schon länger vom Pure Lay. Und das hier ist auch eine Kette, die im Adventskalender war. Auch hier könnt ihr das Ganze umstellen und könnt ihr das länger machen. Ihr könnt das halt abmachen oder halt so kurz wie ich gerade. Und so eine Kette ist einfach perfekt zum Layer. Es gibt den in verschiedenen Farben. Es gibt den in Gold, es gibt den in Silber, in Roségold und das allererste Mal sogar in B-Color. Das heißt, ihr könnt auch den Kalender mit Silber und Gold nehmen. Und das Krasse ist, der Kalender hat einen Warenwert von 905,50 Euro, also fast 1000 Euro und kostet aber nur 189,90 Euro. Das ist so crazy. Also jedes Schmuckstück kostet einfach nur noch 7,50 Euro. Also ich kann euch nur ans Herz legen, diesen Kalender ganz, ganz schnell zu sichern, bevor er weg ist. Geht ihr viel gerne in die Infobox, da habe ich den Link hinzugefügt, über den ihr den bestellen könnt. Da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Und ganz kurz, Shoutout an die Künstlerin Paula Stein. Ich habe gerade gelesen, dass sie diesen Kalender designt hat. Das ist so unfassbar schön gemacht. So, und jetzt, Leute, schmeiße ich mich da aufs Sofa und mache mir einen richtig schönen gemütlichen Abend. Beziehungsweise ich habe mir schon einen gemütlichen Abendtee gemacht mit meinen Kerzen. Ich bin richtig im Modus. Ich freue mich auch wieder richtig, so Pullis anzuziehen und mich einzukuscheln. Und ich glaube, ich werde einfach noch ein bisschen lesen. Ich bin richtig lesemäßig. Also, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Duisburg, weil Anja und ich wollten hier nach einem Kleid gucken für diese albanische Hochzeit von unserer Freundin. Und Sari ist auch im Start. Hallo.
Weil Sari war auch schon mal da in Duisburg und hat uns da die Läden empfohlen. Deswegen wollten wir jetzt mal zum Gucken. Ich will hier was klarstellen, ja? Okay, ihr habt nicht gesagt, dass das jetzt euer Geschmack ist. Ja, okay, aber da könnte was sein. Es könnte im ganzen Bling-Bling etwas sein. Ja, okay, wir gucken. Ich weiß, wie ich mich ein bisschen fühle. Wie? Als würde ich mein Hochzeitskleid anprobieren. Kannst du noch auch? Willst du da Kleid anprobieren? Aber ich noch nie sowas... Sollen wir dich mal in einem Hochzeitskleid heute sehen? Oh, ja. Lass das doch machen. Nein, dann ist das nicht... Wenn ich das irgendwann wirklich mache... Aber das ist der erste Teil. Ja, okay. Ja, das stimmt. Kann stimmen. Ja. Nein, sorry. Keine ganz schlechte Idee. Leute, ich bin so schlecht. Ich vergesse immer mit zu filmen. Wir haben jetzt hier die ganze Straße, ich zeige euch die Straße, ihr dürft euch nicht erschrecken, nach Kleidern geguckt. Guckt mal, was da los ist. Da brennt einfach eine Fabrik, haben die uns gesagt. Das geht seit einer halben Stunde oder so schon so, ne? Ja. Also schon voll lange. Das ist richtig schlimm. Ich habe tatsächlich ein Kleid gefunden. Ich war die ganze Zeit, so wie du dich jetzt fühlst, habe ich mich am Anfang gefühlt, unmotiviert, weil mir nichts gefallen hat. Ich habe jetzt ein Kleid gefunden, das hat mir 100 Euro gekostet. Ich kann euch das dann zu Hause zeigen. Und deswegen gucken wir jetzt für Anni auch noch in so ein Grün. Aber es ist sehr schwierig. Anni hatte schon viel an, das war aber nicht so das Richtige dabei. Fühlt mich wie bei so einer Apokalypse. Ja. Irgendwann will ich mal so ein richtiges Glitzerkleid anziehen. Aber ich habe für heute so was Schlichteres gesucht. Jetzt sucht Anni noch ihr weiteres. Aber hier ist halt alles immer voll mit Glitzer. Schaut mal, wie schön diese Farbe ist. Hallo ihr Lieben, wir haben heute Mittwoch. Ich habe mich eben ready gemacht. Ich habe neue Produkte benutzt. Und ich finde, mein Make-up sieht richtig flawless aus. Also ich finde, meine Base sieht mega gut aus. Und ich habe seit langem nochmal Eyeliner benutzt. Ich kann euch mal zeigen, was ich benutzt habe. Ich habe auch einen TikTok dazu gedreht. Ich habe so einen Tester von Giorgio Armani, der Luminous Lip Foundation. Und die macht diesen krassen, keine Ahnung, so Porzellan-Look. Also richtig nice. Ich hatte halt verschiedene Farben drin, die mir jetzt gepasst hat. Ich glaube, es war, welche Nummer war das? Keine Ahnung. Scheiße, ich hätte das gucken müssen. Die ist auf jeden Fall richtig gut. Und dann habe ich noch von Yves Saint Laurent, den Touché Eclat. Der setzt sich auch gar nicht in den Falten ab. Das ist mega krass. Und dann habe ich von Lancôme den Eyeliner benutzt. Also ich bin sehr, sehr happy. Achso, und ich habe noch einen neuen Lippenstift auch von Giorgio Armani. Kann ich euch gleich zeigen. Ja, auf jeden Fall habe ich die eben ausprobiert und habe mich jetzt generell ready gemacht. Und ich habe auch hier die neuen Ohrringe an. Ich konnte sie nicht wieder zurück in den Kalender tun, weil sie haben mir so gut gefallen. Deswegen habe ich die jetzt angelassen. Ich finde die so schön. Und ich warte jetzt gerade auf Sarah, die holt mich jetzt ab. Wir wollten zusammen in die Stadt fahren. Sie sucht nach einem Geschenk für Duli. Duli und Sarah haben wir beide nächste Woche Geburtstag. Deswegen dachte ich mir, ich komme direkt mal mit und gucke noch mit nach einem Geschenk. Und ich wollte euch noch ganz kurz, bevor Sarah da ist, das Kleid zeigen, was ich mir gestern geholt habe, aber noch nicht getragen. Ich habe das hier gestern schon in meinen Schrank gehangen. Das ist noch in dieser Tüte. Aber ihr seht, glaube ich, was das für eine Farbe hat. Das ist so ein Seidenstoff und hat so ein dunkelgrün. Das sieht richtig schön aus. So kurz wieder ins Zimmer gehen, weil die Farbe nimmt gerade was auf. Auf jeden Fall habe ich das Kleid halt in Duisburg geholt, wo wir gestern waren. In dem Laden Prestige, weil wir waren in einem Laden und da waren halt super viele Glitzerkleider. Und die Glitzerkleider, die wirklich hochwertig aussahen, die waren halt zu teuer. Und dann wollte ich eher was Schlichteres, aber irgendwie war es dann zu schlicht. Dann habe ich mich gefühlt so wie früher, wo man mit 14 irgendwie so ein Kleid ausgesucht hat. Und hat mir eine einen Laden empfohlen, diesen Prestige-Laden, wo sie meinte, da gibt es halt schlichtere Kleider und die sind ein bisschen günstiger, weil ich wollte nicht so mega viel Geld ausgeben. Und ich schwöre, auch da habe ich eigentlich nichts gefunden, aber dann hing dieses eine Kleid da, einmal in so einem hellblau und einmal in so einem grün und es hat nur 100 Euro gekostet. Ich habe es angezogen, es sah perfekt. Es sieht richtig hochwertig aus. Ihr müsst wissen, das sind türkische Größen. Ich hatte Größe 42, also eigentlich habe ich 38. Ich habe gesagt, Mist, das ist gar nicht in meiner Größe da. Und dann dachte ich mir, komm, ich probiere es einfach trotzdem an, weil wenn es mir gefällt, kann ich es noch schneidern lassen. Weil 100 Euro ist nicht viel, falls dann noch eine Schneiderin dran muss und ich noch dafür was bezahlen muss. Hätte ich jetzt mehr ausgegeben, hätte ich mir gewünscht, dass es halt perfekt sitzt. Aber es saß sogar perfekt, weil ich wusste nicht, dass das die türkischen Größen sind. Ich muss nur ein bisschen am Dekolleté das ein bisschen enger machen lassen, weil da steht das ein bisschen ab. Und sonst ist es perfekt. Also die Hochzeit ist in 3 Wochen ungefähr. Und dann seht ihr es. Ich freue mich voll, damit Bilder und Reels zu machen, weil es sieht so schön aus. So Leute, ich bin jetzt mit Sari in der Stadt. Hey. Ich habe heute meine Brille. Ich finde, die steht hier voll. Ich habe das noch letztes gedacht bei deiner Story, als du die anhattest. Danke. Bist du eigentlich weit oder kurzsichtig? Ich bin gar nicht. Achso, die ist einfach nur für den Style. Nee, tatsächlich ist das meine Blaulicht. Da lang müssen wir jetzt ab. Ich möchte das bitte ganz kurz klarstellen, ja? Ja? Das ist meine Blaulichtfilterbrille. Ah, ja, okay. Die nutze ich immer zum Arbeiten. Okay, dann habe ich Komplimente bekommen und dann habe ich sie einfach so angezogen. Aber die steht ja recht gut. Also. Ich habe tatsächlich auch heute meine Boots hier angezogen. Es ist die Cozy Season wieder da und der Pullover ist tatsächlich sogar ein bisschen zu kalt, aber egal. Nein. Doch, der ist echt ein bisschen zu kalt.
Aber es ist auch angenehm, weil die frische Luft wird auch irgendwie gut. Und I'm on a mission for Dylan and I's birthday present. Ja. Deine Kamera ist so toll. Ne, das ist ein anderes Gefühl. Ja. Ah! Oh! Meine Brille. Das wäre eine Brille. Das sind Clips-Ohrringe. Ach so, ja, die Kamera ist viel besser. Ich habe zwischendurch auch mit der GoPro gefilmt, aber mich hat das so genervt. Ja, die GoPro ist eigentlich unnormal schlecht, aber ich habe immer so kleine Taschen. Ja. Und da passen solche Kameras nicht rein. Ja, und es ist auch viel aufwendiger, mit der zu filmen, weil ja. Die andere kannst du sneaky benutzen. Hier sieht jeder wirklich, du filmst gerade. Ja, ja, wenn ihr wisstet, wie das gerade aussieht. Boah, Sarah und ich sind noch kurz beim Edeka. Fabi hat nämlich für uns gekocht. Ich muss noch ein paar Sachen besorgen. Warte, ich muss kurz in meine Liste gucken. Also Eiweiß soll ich holen. Falls ihr wollt, als Vorspeise Oliven, weil der hat noch so andere Sachen gemacht. Nur weil es ihr wollt. Und Getränke. Fabian hat seine Vorspeisen aufgetischt. Willst du uns jetzt irgendwas erklären? Also, was sind Pepperoni Gratinati? Ihr mögt Knoblauch, ne? Ja. Okay. Darf ich nehmen? Guck mal. Achso, was machen wir denn? Essen wir das einfach so? Erstmal so. Ach, zurück, das ist das zweite einzige. Ja. Wie hat Doli denn jetzt schon die Hälfte gegessen? Mit wird einfach Ricotta, Spinat, Cannelloni. Aber warum gemacht? Hast du schwarze Teller? Ich will auch vielleicht das erste Mal. Oder Ricola weg. Sieht sehr heiß aus. Die er nicht antwortet, ja. Wow, das schmeckt sehr, sehr gut. Oder? Ich finde es krass. Das schmeckt auch sehr lecker. Danke, Fabian. Danke, das schmeckt sehr gut. Ich hatte heute einen sehr, sehr langen Arbeitstag. Eigentlich kann ich euch ja auch erzählen, wofür ich jetzt arbeite. Mache ich in Ruhe zu Hause. Ja, auf jeden Fall bin ich ultra müde. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Jetzt waren wir schnell. Da bin ich ein Dönerfetzen. Da Haus des Döners. Und jetzt sind wir noch. Wie heißt das nochmal hier? Suppenland. Bei Suppenland und haben uns keine Suppe geholt, sondern eine Riesenchai. Und Fabius Lieblingsessen. Ich muss sagen, als ich das erste Mal gegessen habe, mochte ich es gar nicht so krass. Aber mittlerweile finde ich es ganz lecker. So, Leute, es ist Samstag. Wir haben schon abends, wie viel haben wir? 6:45. Ich sitze seit 8 Stunden am Laptop durchgehend. Mein Nacken tut so weh. Ich kann euch jetzt aber mal ganz kurz erzählen, warum ich auch gestern den ganzen Tag unterwegs war. Denn wenn ihr mein Video hier seht, habt ihr wahrscheinlich auch schon bei Sarah und Dolan mitbekommen. Einfach reingeatmet, was gerade Sache ist. In dem Zuge kann ich euch direkt von meinem neuen Job erzählen. Denn Sarah und Doli machen ein Café auf mitten in Köln, wo sie ultra geilen Kaffee, Matcha, Bagel, Limonaden, also geisteskranke Sachen verkaufen. Wirklich, Leute, es ist so lecker. Ich bekomme das jetzt schon so lange mit. Ich habe so viele Tastings mitgemacht und wir haben das alles zusammen ausprobiert. Und was dabei jetzt rausgekommen ist, ist einfach nur krass. Und ich freue mich so krass, weil ich habe euch erzählt, dass ich noch 2 weitere Jobs habe. Und einer davon ist halt eben für Bagel, also für den Laden, Content zu machen, also auf Instagram und alles auf Social Media. Ich freue mich richtig, mit im Team zu sein, sage ich jetzt mal. Und ja, dadurch, dass sie morgen das YouTube-Video hochladen, wollten wir natürlich jetzt alles ready machen. Wir wollten auch alles für die Eröffnung planen und sowas. Und deswegen saß ich heute den ganzen Tag am Laptop und bin jetzt endlich mit den Sachen erstmal fertig geworden. Also ich bin immer nicht ganz fertig, aber die ich mir jetzt vorgenommen hatte. Und zwar haben wir die ganzen Highlights fertig gemacht mit den ganzen Infos zu den Produkten. Hier seht ihr zum Beispiel einen kleinen Spoiler zu den Getränken, wie das Ganze aussieht. Und das war einfach so viel Arbeit, man denkt das gar nicht. Man denkt immer, oh, das sind ja nur so ein paar Posts, aber ich saß jetzt 4 Stunden dran. Wir sind heute eigentlich eingeladen bei Leon und Judith, weil die haben einen Grill, wollten den einweihen. Fahre bis jetzt schon mal alleine hin, weil ich hätte es niemals geschafft und ich wollte mich jetzt fertig machen, falls nach. Und heute Abend, heute Nacht oder morgen früh muss ich noch ein paar Sachen weitermachen. Natürlich mega anstrengend so jetzt, aber es macht halt auch irgendwie mega Spaß und das ist jetzt auch nicht immer so, sondern das ist jetzt gerade einfach, weil es kurz vor der Eröffnung steht. Ich freue mich voll auf die Zeit, wenn die Laden aufhaben und ich auch da arbeiten kann. Das ist einfach geil, es macht einfach richtig Spaß. Und ja, ich werde da natürlich auch 1-2 Mal die Woche sein, um Content zu machen. Ich freue mich irgendwie auch voll, vielleicht treffe ich auch ein paar Leute von euch, wenn ihr da vorbeikommt. Würde ich mich auf jeden Fall voll freuen, könnt ihr gerne Hallo sagen. Und das wird einfach richtig cool. Ja, jetzt ist es raus, mein dritter Job. Und ja, ich mache jetzt auf jeden Fall ready. Ich bin richtig müde, dass ich nicht so aussehe. Und dann düse ich los. So, wir haben jetzt schon Sonntag. Es ist wieder ein langer Tag vergangen mit nur vom Laptop hängen. Aber it is what it is. Ich würde deswegen jetzt auch den Vlog beenden, weil sonst wird es hier einfach nur noch langweilig. Checkt auf jeden Fall das Video von Sarah und Doli ab. Da erklären die euch alles zum Café, alles zu deren Projekt. Und folgt auf jeden Fall der Bagel Cologne Seite. Und ja, ich freue mich jetzt voll darauf, wenn das endlich offen ist und wir da auch mal hingehen können und so und einfach da chillen können. Und ja, ich freue mich, wenn ihr auch dahin kommt. Hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns nächste Woche. Bye!